Corporal. Brauchst du was? Sergeant. Der Neue? Ich bin Caleb. Caleb Tomlinson. Deacon St. John. Ja, gerade angekommen. Oh, cool, Mann. Hey, hör zu. Wenn du was für dein Bike brauchst, komm zu mir. Also ganz unter uns. Lucas, der Kanadier drüben beim Diamond Lake, der rippt dich ab, Mann. Okay, ich werd's mir merken. Corporal, bis bald. Nicht aufzukriegen. Corporal St. John, richtig? Ja, Sir. Hör rein. Ich trinke gerade einen Tee. Kräuter. Ein Geschenk von Lieutenant Whittaker. Möchten Sie probieren? Er ist sehr gut für die Verdauung. Nein, Sir. Danke, Sir. Ich war nur auf der Suche nach dem Dienstplan. Ich habe einen Auftrag für Sie. Männer, Corporal. Nicht, dass Sie diesen Namen noch verdienen. Sie haben eine von uns. Lieutenant Justin Norwood. Gute Offizierin. Und Sie haben sie. Also, ja, ich bringe sie zurück, Sir. Mit Männern wie Ihnen erobern wir die Welt zurück. Wegtreten. St. John, kommen. Ich habe noch einen Job für Sie. Kommen Sie zum Diamond Lake Außenposten. Verstanden, Captain. St. John, Ende.
John! Corporal St. John! Sperr mal die Ohren auf! Hey, achso, funktioniert dieses Ding? Das Funkgerät geht nicht, Mann. Taylor, ja, das Ding funktioniert. Was gibt's? Deacon St. John! Hey, ich meine, ja, nicht. Ich wollte nur mal hören, wie es läuft. Habt ihr es seit der Vereinigung nicht gesehen? Das war krass, oder? Taylor, weißt du was? Ich bin beschäftigt. Was? Hey, was zum Teufel? Wo bist du angeteilt? Ich bin in der Infanterie oder so. Ich brenne Nester nieder und fälle Bäume. Ich brenne Nester nieder und fälle Bäume. Sowas halt. Also Mann, sorry. Was machst du? Naja, ich fahre da raus in die Außenwelt, suche Vorräte für die Offiziere, die dann was auch immer damit machen. Einer von uns. Oh, scheiße, davon habe ich gehört. Ja, ja, die bauen Biowaffen und Chemiewaffen und so ein Zeug, ne? Fackeln die Freaks ab, oder? Ja, hör zu, Taylor. Ich muss los. Na schön, ey. Hey, hör zu, ich hab Zweifel an der ganzen Sache. Also den ganzen Militärscheiß, weißt du? Na, Taylor, welchen Kanal nutzt du? Bist du sicher, dass du nicht abgehört wirst? Ach du Scheiße. Das kannst du laut sagen. Ich muss los. St. John, Ende. Corporal? Corporal, gut. Ich brauche Ihre einzigartigen Fähigkeiten. Na klar, ja, Sir. Erinnern Sie sich an Vasquez? Der Fahnenflüchtige, ja, wir verfolgten ihn zu diesem Holzfällerlager. Ich erinnere mich. Tja, dieser Mann, Sergeant Lee Anderson, war sein Partner. Er sollte verhaftet werden, tötete aber eine Wache und floh. Toller Ehrenkodex bei Ihren Männern. Unseren Männern. Sie gehören jetzt zu uns. Wissen Sie noch? Ich habe seinen letzten Standort auf Ihrer Karte markiert. Und wie Vasquez ist er nicht allein. Großartig. Moment, ich mach schon. Hier ist Radio Freeboy. Die Fahrten für euch befreit. Die Beamten waren rollende Babys, die an der Titte des Steuerzahlers gesagt haben. Oh, verdammte Scheiße, den Mist hör ich mir nicht an! Verdammt, Brecher! Nein.
Das war's für dich. Captain Curry, ich bin an Sergeant Andersons letztem Standort. Wenn er es noch hat, nehmen Sie ihm das Milizabzeichen ab. Es soll nicht von einem Verräter beschmutzt werden. Alles klar. St. John Ender. Ja, gutes Timing. Das war's. Das braucht man immer. Das ist gut. Mehr Schrott. Okay, Anderson. Dann kann's ja jetzt losgehen. Er muss hier irgendwo sein. Wo zum Teufel ist er? Das wusste ich noch nicht. Was haben wir hier? Oh Mist. Wölfe.
Okay, schauen wir uns mal um. Okay, was haben wir denn da? Oh Gott, haben die Anderson gepackt. Wie soll ich jetzt an meine Beute kommen? Irgendwie einen anderen Weg in diese Höhle reinfinden. Dead Coyote Lava Höhle. Bei so einem Namen kann ein Plünderer Camp. Das sind die Arschlöcher, die hier auf den Straßen gelauert haben. Corporal Deacon St. John. Hey, sperr mal die Ohren auf. Hey. Taylor, was brauchst du diesmal? Ah, da bist du ja. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Und noch mehr Worte. Bitte nochmal. Da bist du ja. Okay. Ich weiß jetzt, wie das Ding funktioniert. Mit sicherem Kanal und so. Also, wie läuft's, Mann? Taylor, ich hab grad zu tun, also. Ja. Tut mir leid, Mann. Also, angeblich gelangen Drogen ins Camp. Direkt vor der Nase des Colonels. Echt gutes Zeug. Hast du schon davon gehört? Ich nehme keine Drogen, Taylor. Also nein, ich weiß gar nicht. Warum? Wir sind bei Position 301. Ich auch nicht. Nein. Es ist nur einer von den neuen Rekruten. Ironischerweise benannt, weil wir hier die Überreste. Jetzt stelle ich ins Camp und wieder raus. Jäger. Hey, ich möchte einen von euch. Taylor, hör mir zu. Geh einfach zu Corey, der kümmert sich darum. Hast du verstanden? Ja. Also, klar, schon gut. Ja. Okay, Sir. Spezies. Hören uns später. Wir haben Katzen, Hunde, Vögel, diese Wölfe. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Wissen Sie, was eine zoonotische neuroinvasive Krankheit ist, Corporal? Ja, ein Neuroinjektor. Mal sehen, ob der noch geht. Genau wie der Hooligan-Virus. Besser leben mit Chemie. Speichel, Blut, Samen. Boah, wie ekelhaft. Er infiziert zwar vornehmlich Säuger, aber Laborkulturen haben gezeigt, dass er auch Vögel und Reptilien sogar Insekten infizieren kann. Wissen Sie, wie viele Säugetiere es gibt? Eine, schätze ich. Ja, eine Menge. 5.488 um zu sein, je nachdem wie du fragst. Über die als wir. Ja, verdammt. Ein Brecher. Zur Hölle! Gute Nacht. Okay, dann mal los. Mehr Beute.
Hast du noch deine Milizarmbänder? Scheiße. Rager, verdammt. Vielleicht kann ich vorbeischleichen. Corporal Deacon St. John. Hey, sperr mal die Ohren auf. Hey. Taylor, was brauchst du diesmal? Ah, da bist du ja. Okay. Ich weiß jetzt, wie das Ding funktioniert. Mit sicherem Kanal und so. Wie läuft's, Mann? Taylor, ich hab grad zu tun, also... Ja. Tut mir leid, Mann. Also, angeblich gelangen Drogen ins Camp. Direkt vor der Nase des Colonels. Echt gutes Zeug. Hast du schon davon gehört? Ich nehme keine Drogen, Taylor. Also nein, ich weiß gar nichts. Warum? Nein, ich auch nicht. Nein, es ist nur einer von den neuen Rekruten, hat sich verdächtig verhalten. Fährt ständig ins Camp und wieder raus. Ich folge ihm, was ihm das erfordert. Verdammt, Taylor, hör mir zu. Geh einfach zu Corey, der kümmert sich darum. Hast du verstanden? Klar, schon gut. Ja, okay, Sir. St. John, wir... Hören uns später. Okay, Ende. Hey, er ist bei Kuris, Alter. Treibst du da? Mach auf! Corporal, los, reißt euch zusammen! Deacon St. John, bist du die Beutehändlerin von hier? Ja, genau. Wir freuen uns über jeden, der hilft, die Gegend sicherer zu machen.
Gut, gut. Oh, okay. Viel Glück, Corporal. Los, los, los! Beweg deinen Arsch! Glaubst du, du kannst den Captain, davonlaufen? Ich habe Ihren Mann gefunden, Anderson. Los, und wie Sie sich dachten, er hatte sein Abzeichen noch. Ist tot? Naja, sagen wir mal, er hat sich mit einem Rudel Wölfe angelegt, bevor ich ihn aufgespürt habe. Ein passendes Ende für einen Mörder und Dieb. Ja, Sir. Danke, Corporal. Wegtreten. Streikst du dich nicht an? Warum bist du noch in meinem Hindernisparcours? Warum bist du noch nicht damit fertig? Gefällt er dir so sehr? Willst du ihn noch mal laufen? Nur zu, Prinzessin! Ja, ja, Sergeant! Jawohl. Sergeant! Sergeant! Los! Oh, bitte! Das geht doch wohl schneller! Meine tote Oma läuft sogar schneller! Meine tote, lahme Oma... Jawohl! Moment, ich mach schon! Jawohl! Hallo, Corporal. Bist du neu hier? Ich bin Ava Bergstrom. Meine Freunde nennen mich Bergie. Deacon St. John, ja, ich bin dort erst angekommen. Gut. Deacon St. John. Du machst deine Arbeit und wir werden gut miteinander auskommen. Okay? Ja, Ma'am. Los, los, los! Beweg deinen Arsch! Glaubst du, du kannst den Freaks davonlaufen? Nein, verdammt! Los, heute nicht? Alles klar. Ja, ja. Ja, Sir, Sir. Jawohl! Sir! Jawohl! Sir! Warum streikst du dich nicht an? Warum bist du noch in meinem Hindernisparcours? Warum bist du noch nicht damit fertig? Fällt er dir so sehr? Willst du ihn noch mal laufen? Nur zu, Prinzessin! Ja, ja, Sergeant! Nichts heute? Los, Sergeant! Los, los. Corporal, oh, St. John. Corporal? Geht doch wohl schneller. Sergeant? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Lucas Monroe. Ja, ich bin gerade erst angekommen, Deacon St. John. Tja, sieh dich ruhig um. Ich habe alle möglichen Motorradteile, wenn du Punkte hast. Ja, danke.
Oh, schön. Gute Wahl, muss ich sagen. Alles klar, einmal Volltank. Also, bitte sehr. Corporal, pass auf dich auf da draußen. Los! Beweg deinen Arsch! Glaubst du, du kannst den Freaks davonlaufen? Nein, verdammt! Los, streng dich an! Ja! Sir! Jawohl! Ja! Sir! Jawohl! Sir! Strengst du dich nicht an? Warum bist du noch in meinem Hindernisparcours? Warum bist du noch nicht damit fertig? Hält es dir so schwer? Willst du ihn noch mal laufen? Hey, Moment, ich öffne das Tor. Corporal St. John! Way Taylor an Deacon St. John. Oh, Taylor, ich höre doch ein Bike. Sag mir, dass du nicht da draußen bist und einen Drogenschmuggler suchst. Okay, okay. Dann sag ich's nicht. Ist aber so. Gott verdammt, Taylor. Du wirst dabei draufgehen. Nein, Mann. Hey, ein paar von denen sind in Highway hoch. Highway 97? Hey, es war ja Tag. Bestes Wetter. Hab nicht einen Freak gesehen. Ja, da ist eine Gruppe. Männer, die sind hoch zur Skihütte. Wusstest du überhaupt, dass hier eine Skihütte ist? Taylor. Die sieht wirklich toll aus. Wollte ich mich irgendwann absetzen, dann will ich dahin. Shit, ich muss weiter. Sie halten bei einem anderen Kerl. Taylor ein. Taylor? Taylor? Ah, verdammt, der Typ läuft noch mit der Tabelle. Deacon St. John und Captain Curry. St. John und Curry, kommen. St. John, ich sprach gerade mit dem Captain. Er teilt sich der Forschungsabteilung zu. Also, wo ist denn geblieben? St. John, ich sprach gerade mit dem Colonel. Er
Er teilt sie der Forschungsabteilung zu. Captain, Forschungsabteilung, ja, so. Captain, Captain, Forschungsabteilung. Captain, Forschungsabteilung, ja, so. Ich helfe Lieutenant Weaver und Lieutenant Whittaker. Gut, Sie können jede Hilfe gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich helfen kann. Ich bin eher der Botenjunge für Sie und deshalb wollte ich Sie auch sprechen. Lieutenant Whittaker hat per Anforderungsschein Hefe bestellt. Hefe? Ein Moment. Unsere Patrouillen sind in der ganzen Region unterwegs. Das potenziell wertvolle Stoßstoffe. Zeichnen Sie es. Des Crater Lake Besucherzentrums gesehen. Kennen Sie das? Ja, das finde ich. Viel Glück, Corporal. Curry, Ende. Was zum... Oh, Scheiße. Ich sollte mir das lieber mal ansehen. Ich nehme das mal mit. Nein, nein, nicht hier lang. Verkehr musst du dir wohl keine Sorgen mehr machen. Mal sehen, was da geht. Das sollte klappen.
Rückkehr! Sie hat's erwischt! Mann verletzt! In Deckung! Getroffen! Getroffen! Das sollte reichen.